Ich grüße Sie alle ganz herzlich und ich möchte mich heute mit einem Appell an Sie wenden. Und zwar lautet dieser: Lassen Sie sich impfen. Ja, es ist entspannter geworden in Recklinghausen, in unserem Land. Die Zahlen sind niedrig, wir genießen wieder viel, viel mehr Freiheiten, aber wir sehen auch, dass die Zahlen langsam und stetig wieder steigen. Und wir sehen in unseren Nachbarländern rings um uns herum, wie die Zahlen sprunghaft gestiegen sind. Und es gibt Hochrechnungen, die darauf hinweisen, dass im Herbst eine vierte Welle droht. Vielleicht und hoffentlich nicht wieder mit einem Lockdown, wieder mit enormen Einschränkungen für jeden persönlich. Das will keiner von uns. Alles, was wir dagegen tun können, sollten wir tun. Und dazu gehört insbesondere das Impfen. Wissenschaft und Medizin sind sich da überwiegend einig. Der beste Weg, die Pandemie zu besiegen, sich selbst und andere, die Gemeinschaft zu schützen, ist es, sich impfen zu lassen. Deshalb bietet die Stadt Recklinghausen am Freitag und Samstag besondere, ergänzende Termine an, wo Sie ohne Anmeldung kommen können und sich impfen lassen können. Und auch das Impfzentrum auf dem Konrad-Adenauer-Platz vergibt keine Termine mehr, sondern Sie können von montags bis samstags ohne Anmeldung zum Impfen gehen, schnell, unbürokratisch. Es wird Ihnen und es wird uns allen helfen, diese Pandemie, dieses Virus zu besiegen. Deshalb mein dringender Appell: Bitte werden Sie sich selbst und unserer Gemeinschaft in dieser Verantwortung gerecht. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und gehen Sie impfen.